So, herzlich willkommen zu Support Vector Machines. Support Vector Machines sind ein äußerst trickreicher Classifier für fast alle Anwendungen oder für sehr viele Anwendungen die erfolgreichste Classifier. Etwas zu komplex, dass wir ihn per Hand berechnen können. Das ist ja auch wieder ganz nett. Das heißt, Sie müssen es auch nicht können. Aber verstehen, was da passiert, sollten wir schon. Und deshalb führen wir hier einmal die Support-Vektormaschinen ein in dem am grundsätzlichen Aufbau, wie sie funktioniert. Wir beginnen mit der strikten Support-Vektormaschinen und wir kommen dabei direkt von dem Regression Classifier. Unser Beispiel, das wir im letzten Video uns angeguckt haben zum Regression Classifier mit unserem Ergebnis. Da hatten wir hier also diese Trennlinie und einen blauen Bereich und einen roten Bereich. Problem dabei ist, dieser Punkt hier, den wollen wir nicht, weil der hier super dicht an der Grenzlinie sitzt und deshalb auch leicht als Erdbeben hätte klassifiziert werden können, obwohl das Auge doch offensichtlich sieht, dass diese Linie hier oben ein bisschen günstiger wäre. Wenn Sie ein kleines Stück nach oben verschieben würden, dann wäre der Punkt hier sicher auf der Seite und diese Punkte hier wären immer noch ein gutes Stück weg von der Linie. Also warum die Linie also fast durch einen Punkt durchziehen, wenn das nicht nötig ist? Das ist die Grundidee hinter der Support-Vektormaschine. Da würde ich die Linie gerne haben. Wie machen wir das? Da bemühen wir mal eine militärische Analogie. Wenn man einen Waffenstillstand schließt und dafür sorgt, dass sich die beiden Truppen nicht mehr gegenseitig abschießen, dann macht man das doch so, dass man eine demilitarisierte Zone einrichtet. Ja? Also in Korea, um den 38 Parallel herum bauen wir eine Zone, in der beide Truppen nicht mehr rein dürfen, eine Entflechtungszone. Und beide Truppen ziehen sich hinter diesen Bereich zurück. Das heißt, das ist ein logisches Weiterdenken einer Grenzlinie. Eine Grenzlinie kann immer passieren, dass man versehentlich mal kurz rübertritt und dann gibt es Querelen. Wenn man da ein bisschen Abstand zwischen macht und eine demilitarisierte Zone baut, dann kann man da ganz gut so einen Waffenstillstand erzeugen und dann auch langfristig halten. Die gleiche Idee machen wir hier. Wir bauen uns also eine demilitarisierte Zone. Diese Zone machen wir so breit, wie wir können, ohne dass einer der Punkte in diese Zone reintritt. Ja? Also diese hier, diese drei Probanden, die sitzen direkt an der Zone, die anderen sitzen weiter weg. Da haben wir also die Grenzlinie hier und das hier ist die neutrale Zone. Wenn Sie Star Trek noch kennen, die Bereich zwischen der Föderation und den Romulanern ist getrennt durch eine große neutrale Zone, in die beide nicht reinfliegen dürfen. Okay. Hier auf unserer Grenzlinie bauen wir uns wieder einen Vektor W, wie bei dem Regressionsclassifier auch, der dann für den linearen Classifier am Ende unsere Gewichte auf unseren Feature ist. Wichtig dabei ist, dass wir unseren Classifier nur kontrollieren lassen wollen durch die Punkte, die an der neutralen Zone dran sind. Das heißt, ob dieser Punkt jetzt hier liegt oder da hinten irgendwo, ist uns egal. Beim Regression Classifier zieht er, je weiter der weg ist, desto eher zieht er die Linie zu sich hin. Und lässt dann diese hier knapper werden, beziehungsweise im Zweifel sogar auf der falschen Seite liegen. Hier bei dem Support-Vektor-Maschinen haben alle Punkte, die die neutrale Zone nicht berühren, auch nichts zu sagen, wo die neutrale Zone ist. Ja, das heißt, wir haben hier die Wächter, die Support-Vectors, und wir haben alle anderen, die Zivilisten, und die haben kein Mitspracherecht, wo die Grenze jetzt genau liegt. Ist auch anschaulich ganz schön. Ich kann also diese Punkte hier rumschieben, wo ich will, und es ändert sich hier gar nichts in meiner Support-Vektormaschine. Das ist unser Ziel. Jetzt ist die Frage, wie erreichen wir das? Der Abstand eines Punktes zu der Grenzlinie, den können wir berechnen als diesen Vektor w mal dem x plus b. Also das ist hier. Das B ändert hier leicht die Notation. Bisher hatten wir mal ein C benutzt. Bei Support-Vektormaschinen benutzt man traditionell ein B.
passiert aber nichts, ne? Das ist einfach nur eine Konstante. Und dieses hier ist der Abstand. Wir hatten gesagt, wenn der 0 ist, sind wir genau auf der Linie. Größer 0 rot, kleiner 0 blau oder umgekehrt. Und der Abstand hier ist, also dieses ist der Abstand, wenn das W selbst einen Betrag von 1 hat. Und wenn nicht, dann müssen wir noch durch den Betrag von W teilen. Das heißt, insbesondere wenn das hier fest bleibt, ist dieser Abstand umso kleiner, je größer das W ist. Also, wenn ich dieses hier, den Betrag von W transponiert x plus b, auf 1 festlege. Das ist ja ein Zahlenwert hier, ne? Ich nehme nur das Vorzeichen weg und lege das auf 1 fest. Das will ich mal als Ziel vorgeben. Dann maximiere ich die Breite dieser neutralen Zone, dann, wenn ich jetzt W maximiere oder W minimiere. Wir müssen das W minimieren, also den Betrag von W minimieren, denn dann wird dieses hier sehr groß und der Abstand der Punkte also sehr groß. Ja, der Abstand der Punkte zu dieser Grenzlinie und damit der Bereich, den niemand betritt. Das heißt, ich versuche hier in dieser Gleichung, in dieser Abstandsgleichung, versuche ich das hier auf 1 zu fixieren und das W so klein wie möglich zu machen. Dann erreiche ich, dass die Punkte alle, also die Sentries, die Wächter hier, ne, die Support-Vektor, alle genau auf der Grenzlinie sind, entweder bei 1 oder bei minus 1 und der Bereich dazwischen so groß wie möglich ist. Minimiere Betrag W unter der Seitenbedingung, dass die Support-Vektor selbst gleich 1 sind und die anderen Vektor alle, einschließlich der Zivilisten, alle größer gleich 1 sind. Und ich multipliziere noch mit unserer Target-Variable, TI, die ist 1 oder minus 1, nimmt mir das Vorzeichen hier weg, ne? Sodass alle dann positiv sind. Und jetzt sind die, die einen Wert unter 1 haben, die sind in der neutralen Zone. Also unsere Trennung, die wir vorher hatten, in dem Bereich kleiner 0, auf 0 und größer 0, ändert sich jetzt auf 5 Bereiche, wenn man so will, im Bereich kleiner 1, den zwischen, also kleiner minus 1, den zwischen minus 1 und 0, zwischen 0 und 1 und hier dann den Bereich größer 1. Und wir wollen gerne, dass alle Punkte größer 1 bzw. kleiner minus 1 sind. Das heißt, die Punkte, wo das Target minus ist, wird dieses hier größer gleich 1 und bei den anderen wird es auch größer gleich 1, weil dann der Wert hier größer 1 ist. Okay, also mit dieser Vorgabe gehe ich in die Optimierung. Die Optimierung selbst lasse ich den Computer machen. Also wir haben schon ein bisschen optimiert bei dem Regression-Parameter, wenn wir nur etwas minimieren. Wir haben aber keine Seitenbedingungen dazugefügt und dann kann es kompliziert werden. Das übersteigt das, was wir hier in dieser Vorlesungsveranstaltung machen wollen. Ist auch sehr, sehr spannend. Auch da kann man noch optimieren und rumspielen und den Classifier selbst noch verbessern. Das wollen wir aber jetzt für uns als Blackbox nehmen. Wir sagen einfach, wir haben ein Programm, das das durchführt, das dieses hier minimiert und gleichzeitig diese Bedingungen hier einhält, soweit das möglich ist jedenfalls. Also, in normalen Worten hieße das, wir maximieren die Größe der neutralen Zone. Ein kleines w bedeutet, weil es ja mit 1 durch in die Gleichung eingeht, kleines w bedeutet maximale neutrale Zone ohne Verletzung der neutralen Zone. Das schreiben wir jetzt formal auf. Also sei Rxi wieder unsere Daten und Ti wieder unser Target. Minus 1 für eine Gruppe und 1 für die andere Gruppe. W und B sind Parameter und die wählen wir so, dass der Betrag von W minimal ist unter der Nebenbedingung, dass Ti mal diesem Abstand hier größer gleich 1 ist. Abstand relativ zur Größe der neutralen Zone, ne? Ein Wert von 1 bedeutet, ich bin auf der Grenze und bin ein Support-Vektor. Größer gleich 1 bedeutet, dass ich drüber hinaus bin. Dann ist der lineare Classifier WTX plus B eine sogenannte strikte Support-Vektor-Maschine. Wenn die Daten linear separabel sind, also die Trainingsdaten linear separabel sind, dann wird die Support-Vektor-Maschine diese Separierung auch finden.
Also man kann sagen, unter die in linear separablen Trainingsdatensätzen ist die Support Vector Machine garantiert perfekt. Dann ist es anders als bei allen anderen Classifiern, die wir bisher betrachtet haben, allen linearen Classifiern. Die sind, auch wenn es eine lineare Separierung gibt, heißt das nicht, dass sie die finden. Wir haben es beim Mean Classifier gesehen, bei den anderen ist es genauso und bei dem Regression Classifier ist es natürlich auch so, wenn ein Punkt zu weit draußen ist. Die Support-Vektormaschine, die strikte Support-Vektormaschine, findet diese Separierung. Der Nachteil, den wir uns dafür einfallen, ist, wenn der Trainingsdatensatz nicht linear separabel ist, also wenn es keine Linie gibt, dann ist es auch unmöglich, diese Constraints hier zu saturieren. Und wenn ich diese Constraints hier nicht saturieren kann, Pech gehabt. Ja, das heißt, dass ich gar keine Lösung finde. Das heißt, die Strict Support Vector Machine ist so ein ganz oder gar nicht Ding. Wenn es linear separabel ist, der Trainingsdatensatz, funktioniert sie perfekt. Wenn es nicht linear separabel ist, funktioniert sie überhaupt nicht. Das wollen wir natürlich auch nicht gern. Also wenn wir im nächsten Video das Strict wegnehmen und das Ding nochmal verbessern.